Also ja, sie waren schon mal so nett, mich nicht auf den ersten Blick umzubringen. Das Problem ist halt wirklich, die haben hier saubere Arbeit geleistet mit dem, mit der Festung. Oh, Hunde. Hunde sind nicht gut. Das wollte ich jetzt vermeiden. Na gut. Okay. Oh, Rastvorräte. Raster Ator geht nicht so weit. Ator, don't go far. Oh, das waren die Hunde wahrscheinlich. Ups. I'll see what I can find. Okay, ich habe das Westtor entdeckt. Und hier scheint was zu sein. Als du vor den Haufen liegst, bemerkst du, dass der Wachturm beim Seitentor unbemannt zu sein scheint. Es blicken auch keine feindlichen Gesichter über den Zaun. Das Dach des Turms ist mit den Festungsbauten verbunden. Wenn du hinaufkletterst, gelangst du vielleicht irgendwie hinein. Zu dieser Uhrzeit, wenn die Kälte langsam einsetzt, konzentriert sich das Leben im Lager fast ausschließlich auf die Lagerfeuer. Wer diskret vorgeht, der schafft es vielleicht hinüberzuklettern und das Tor zu öffnen, ohne dass Alarm geschlagen wird. Das Tor untersuchen. Das Tor scheint stark befestigt zu sein. Durch die wenigen schmalen Lücken in der Außenwand siehst du Stützen im Inneren. Einen Endhaken auf das Dach werfen. Der Endhaken knallt mit einem beunruhigenden Wumms gegen den Holzbalken. Es folgt aber keine aufgeschreckten Rufe. Du ziehst einige Male im Seil, scheint zu halten. Jemanden über die Wand schicken. Wer soll gehen? Manea. Manea greift das Seil, klettert nach oben, steigt in den Wachturm. Kurz darauf bewegt Manea sich auf der anderen Seite der Wand, innerhalb der Festung schon wieder nach unten Richtung Boden. Von dort kann man ja das Lager sehen, das in der Abenddämmerung verschleiert da liegt, und den Wachmann, der in einiger Entfernung postiert ist. Der Mann schnarcht, er schläft tief und fest. Manea schleicht vorwärts, um das Tor zu entriegeln. In der Abendstille sind die Schritte von Manea aber laut und deutlich zu vernehmen. Nach wenigen Sekunden schreckt der Wachmann aus dem Schlaf hoch. Manea stürzt nach vorne, um das Tor zu entriegeln, während der Wachmann nach Verstärkung ruft. Das war nicht so gut. Wir hätten Sagadi schicken sollen. Aber gut, dann können wir das Ganze ja nochmal versuchen. Vielleicht ohne Leute zu töten draußen. Wir versuchen es vielleicht doch nördlich rum, nicht südlich. Wenn das im Norden scheint, nur Söldner zu sein. Also die haben kein Eisenflegel im Namen. Und ja, ich weiß, die Eisenflegel-Jungs sind leicht, sind auch nicht schwer zu besiegen gewesen.
I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Ciao, Jungs. Also gut, die zwei ausschalten. Ging ja noch einigermaßen. I'll see what's ahead. Bogenschütze. Oh, das ist ganz toll. Rezeradisches Gebetsabend, doch das noch. Rezeradisches Gate. Eine kleine Kupfermünze, deren Wert identisch mit der ätherischen Münze desselben Namens sowie mit dem dürwäldischen Pant ist. I'll see what's ahead. Mist. Oh, and if I find something good, you can have half. Also ja, wir kommen hier oben lang. Hier schon wieder jemanden laufen, aber das wird innen sein. Ja. Ich meine, ich erinnere mich hier gerade an Redricksburg, wo es auch schlauer war, einfach durchzuschleichen und so wenig wie möglich zu töten. So, das Tor untersuchen, Enterhaken, Sagani schicken, Sagani greift das Seil Richtung Boden. Der Mann schnarcht. Okay. I'm on the trail. Wir haben es schon mal reingeschafft. Gibt es Kunde? Gott, schnarcht er laut. Mir oben, vielleicht war es ein Fehler, hierher zu kommen. Zurück auf eure Posten, jawohl. Okay, der zieht ab. Ah, Hundis.
Halte die Augen offen. Stalwart wird noch mehr Leute schicken. Hier schlafen Leute. Ah. Wer ist mein bester Schleicher? Der sollte mir erst bei dem Weg durchziehen. Es wäre es eigentlich schön, Unsichtbarkeit für die ganze Gruppe zu haben. Heimlichkeit. Das ist ja gar nie. Okay. Ready, Watcher. Okay. Sagadis Heimlichkeit ist doch nicht so heimlich wie gedacht. Man sollte sich auf jeden Fall den Umhang mal tauschen, mit dem der Heimlichkeit macht, also den Kanner gerade trägt. Das hilft dann schon mal ein bisschen. I'm here. Und ja, der Schnarcher da, denn. Nervt fast schon ein bisschen. Und ich habe so das Gefühl, das große Ding da am Ende ist. Oh, Mama Mia. Okay, den Kommandoposten haben wir, aber wir können da nicht einfach reingehen. Tell me. Absolutely. Das Nette ist, man muss nicht zu nah, zu weit auseinander stehen. Absolutely. Oh, Hund. Oh je, Hund. Ein braver Hund. Lass uns in Frieden. Dieser Schnee, da kriegt man Heimweh, oder? Ich vermisse meine Mädchen, sie... Mist. Also wir wissen ungefähr, wie wir durchkommen. Nur das Durchkommen ist echt schwierig. Kann halt nicht jeder eine Heimlichkeit von 8 wie Sagani.
What?